News der Woche Nummer 5. König und Wallmann zog die Klimakleber auf der Straße. Und wissen wir eigentlich, ob das 49 Euro oder das Deutschland-Ticket auf dem Weg ist? Es gibt schon mal gute Nachrichten. Das Deutschland-Ticket ist zu einigen gekommen. Soweit ich eigentlich damals berichtet habe, habe ich gedacht, es wurde schon geeinigt zwischen Bund und Länder. Aber nachdem das ja nicht zum 1.1. der Club hat, soll es ab dem 1.5.2023 stattfinden. Sicher bin ich mir nicht. Und daher auch die EU muss da auch noch zustimmen. Die haben einen Teil mitbestimmen. Ich habe das selbst nicht so ganz verstanden, aber die müssen mit dazu stimmen. Daher alles klar abläuft. Wann ihr der Verkauf ist, wie das alles gehandelt würde, mit Unis verschiedenen Sachen sind da gerade noch in der Klärung. Und wie es dann genau weitergeht damit, werden wir in der Zukunft noch irgendwann noch weiter erfahren. Ups, das war zu viel. Ja, ein Gamer soll seinen Job verlieren, weil er im Büro zockt. Und seine Grafikkarte rettet ihm vor der Kündigung. Ich packe euch ja die Links immer alle unten in den Infobox. Aber in ein Unternehmen hat der Chef behauptet, dass ein Mitarbeiter zocken würde während der Arbeit. Da hat so der PC so festgestellt und dann gab es so eine Überprüfung, wo dann geschaut wurde, weil da aber ein Büro-PC ist und kein Gaming-PC ist, war das sehr eindeutig, dass er nicht gezockt hat. Was aber er gemacht hat, er hat sich Video zu dem Spiel angeschaut während der Pausezeit. Und somit hat er am Ende doch keine Abmahnung oder keine Kündigung bekommen, weil er dann so hinausgelaufen ist. Und mehr ist er ja auch nicht. Dann kommen wir zum Thema Nummer 3. Ja, auf aktuell sind hier hin und wieder die Klimakleber auf den Straßen, sondern wie letztes Jahr. Und da darf ich hier den Nürnberg. Ich darf hier einfach ein Urteil. Die Aktivisten von Alter von 24 bis 65 Jahre, die wurden
du je 40 Tagessätze von 10 bis 60 Euro verurteilt. Und als weitere, wir hatten, eben, dass die Autofahrer nicht mehr weiterfahren konnten, wie mit dem Auto eben einfach zum Arbeit, Einkaufen, was auch immer. Und auch die Richterin sagte, das wäre die falsche Mittel, was die damit wählen, weil damit helfen die sich nicht selber, sondern schaden sich eher teilweise sich selber. Aber wir sehen auch mal, wie die weitere Verurteilungen in Zukunft aussehen. Und es gibt da auch noch andere Urteile, die wahrscheinlich noch irgendwann gesprochen werden, weil ich war ja nicht nur hier in Nürnberg, sondern in ganz Deutschland, wo ja Klimaaktivisten sich geklebt haben. Ich muss sagen, ja, ich finde echt gut, dass es Klimaleute sind, aber es gibt leider ein paar Sachen, wo ich sage, das wäre vielleicht nicht unbedingt, was das Klima auch wirklich schützen würde. Somit war der auch schon wieder mit den News der Woche. Diese Woche mit der Nummer 5. Wir sehen uns nächste Woche. Schönen Tag, macht's gut, habt eine schöne Woche. Bye bye, ciao.